Mein Name ist Hannes Lernherr. Ich bin Eva Bühlmann. Mein Name ist Franz Arnold. Ich bin Susanne Brunner. Ich bin Isabella Meschiari. Mein Name ist Adrian Tromm. Jemanden unterstützen im Alltag. Sozialversicherungen, Krankenkassen. Einmal im Monat gehe ich die Person zu besuchen. Finanz- und Buchhaltung machen und Vermögensverwaltung. Wenn sie mal irgendetwas braucht und einfach körperlich sich nicht in der Lage fühlt, um selber noch einkaufen, dann kann ich nach dem Psychli manchmal tatsächlich noch einkaufen. Statt immer nur zu nehmen, kann man wirklich gut mal etwas zurückgeben. Ich habe eine Horizonterweiterung und das hilft mir auch letztendlich für mein eigenes Leben. Ja, es ist schon eine Bereicherung, oder? Es ist eine Bereicherung für einen selber, weil das zum Teil wirklich einfach sehr interessante Geschichten aus dem Leben uns können mitgenommen werden. Ich finde, dass ich mit dem, was mir gegeben worden ist, recht privilegiert bin. Und ich habe noch ein bisschen Ressourcen gefunden irgendwo bei mir und Kapazitäten, um irgendetwas zurückzugeben. Man lernt vielleicht auch eine Welt kennen, wo man selber nie in Kontakt kam, wo aber doch eine Realität ist. Und ich glaube, das tut manchmal ganz gut, mit Leuten in Kontakt zu kommen und Leute zu unterstützen, die weniger privilegiert sind. Ich habe das dann übernommen, das Mandat, und man hat gesehen, wie schnell das jemand in finanzieller Not gelangen kann. Ich habe mich sehr darüber gefreut, wenn ein alter Mann mich an Weihnachtsessen eingeladen hat im Heim. Die grösste Herausforderung war für mich, sich in die Person, die mir zugewiesen wurde, einzufühlen. Mein Sohn, der vor 2 Monaten geboren wurde, zeigt, sie hat schon während der ganzen Schwangerschaft wahnsinnig mitgefiebert und sich auch darauf gefreut, das Baby zu sehen. Und die Freude in diesen Augen zu sehen, das war wirklich ein ganz schöner Moment. Das zeigt eigentlich einfach auch, dass wirklich eine Beziehung kann entstehen bei so einem Mandat. Es ist eine sehr gute Einrichtung, die Prima-Fachstelle. Da kann man jederzeit anrufen, man kann Mail schreiben, man kann vorbeigehen, einen Termin abzumachen. Am Anfang schwimmt man mit all den verschiedenen Themen, die da auf einen einprasseln. Die Fachstelle Prima tut uns Kurs vermitteln, die maßgebend sind, für die Aufgabe, die ich habe, möglichst gut umzusetzen. Ganz sicher Freude hat daran, den Kontakt zu jemand Neuem aufzubauen und wirklich auch ein bisschen Zeit dieser Person zu schenken. Es sollte ein bisschen menschlich sein. Das ist sicher das A und O. Es sollte menschlich, sozial, verbunden. Kommunikativ sein, offen. Er muss sicher auch ein Verantwortungs- und Pflichtgefühl haben. Für einen Menschen da sein. Es braucht auch ein bisschen Mitgefühl, ein bisschen Empathie in diesem Job. Aber es ist gleich wichtig, dass man sich abgrenzen kann und die grösstmögliche Selbstständigkeit des Klienten erhalten und nicht einfach nur helfen.